Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Heute mal wieder ein Videotutorial zur Software Adoblock in der Let's Go Ink Version. Heute soll es um die Blöcke der Tabellen gehen. Es gibt hier verschiedene Tabellenarten, die ich wählen kann. Eben die analoge Tabelle, wo ich eben, ihr seht, von minus 32.000 bis plus 32.000 wählen kann. Eine kurze analoge Tabelle, wo ich eben von 0 bis 255 speichern kann. Eine lange, eine Dezimale und auch noch eine Zeichenkette. Ich möchte jetzt einfach mal die analoge Tabelle herausnehmen, aber im Prinzip gilt das, was ich jetzt sage, auch für alle anderen Tabellen. So, was machen denn diese Blöcke? Zuerst mal brauchen wir einen Erstelle analoge Tabelle Block. Dann müssen wir einen Namen vergeben. Ich nenne den jetzt einfach mal Rack. So, im Prinzip haben wir jetzt ein Excel-Dokument erstellt, sage ich jetzt mal. Jetzt müssen wir sagen, wie viele Felder wir in diesem Excel-Dokument wollen. Ich sage jetzt einfach mal 5. Also wir haben jetzt im Prinzip so ein Excel-Dokument erstellt. Hier vorne sieht man auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und mit dieser Zahl jetzt hier sagen wir, wie viele Felder wir von dieser Tabelle nutzen. Wir nutzen jetzt nämlich einfach nur mal diese 5. So, nichts anderes haben wir jetzt mit diesem Block gemacht. Wir haben gesagt, in dieser Tabelle, wo ganz viele Dinge möglich sind, haben wir jetzt einfach nur 5 Felder gewählt, die wir nutzen wollen. Das machen wir eben mit diesem Wert hier. Und jetzt brauchen wir auch noch irgendwas, um in die Tabelle reinzuschreiben. Dafür nehmen wir Setze Tabelle Feld. Da müssen wir darauf achten, dass wir hier den gleichen Namen nehmen, in diesem Fall Rec oder Rec in diesem Fall, und fügen den hier einfach hinzu. Jetzt müssen wir noch die Stelle angeben. Ich nehme jetzt einfach mal die erste Stelle und in der ersten Stelle soll der Wert 444 geschrieben sein. Sprich, ich sage jetzt nichts anderes wie schreibe in die erste Stelle 444. Wenn ich mir dieses Feld jetzt klone und sage, in die zweite Stelle soll 564, also 564 geschrieben werden, schreibe ich damit hier 564, 564. Machen wir es noch an einer Stelle, wir klonen das Ganze nochmal, sagen hier 2019. Wichtig auch wieder die Stelle benennen. Wir haben jetzt hier die nächste Stelle und wir sagen noch die vierte Stelle, die ist einfach die 2. Die 1, 2, 3, 4. So, also sprich, wir haben jetzt in die dritte Stelle noch das 2019 geschrieben und in die vierte Stelle 1, 2, 3, 4. Damit haben wir jetzt diese Dinge in die Tabelle geschrieben. Jetzt müssen wir die natürlich da nicht nur reinschreiben, sondern logischerweise auch rauslesen. Dafür habe ich schon einen Block vorbereitet, um euch nicht so arg zu quälen, dass es nicht so lang braucht. Wir brauchen dazu im Prinzip bloß dieses Element. Lese Tabellenelement. Wir wählen hier Rec, also unsere passende Variable, und sagen, welche Stelle wir auslesen wollen. In diesem Fall die 1. Und natürlich dann die 2 wollen wir noch auslesen, die 3 und die 4. Ich habe jetzt einfach einen Serial Parse analog genommen, damit ich es jetzt im Serial Monitor auslesen könnte, dass ihr seht, was passiert. Ich füge jetzt diese Tabelle hier an, lade das Ganze auf den Arduino hoch. Dauert ganz kurz, einmal, jawohl, und öffne den Serial Monitor. Wenn ich jetzt hier eine 1 eintrage, ihr seht hier, Eingabe ist gleich 1, und jetzt mit Enter bestätige, sagt er mir die Zahl 444. Gebe ich die 3 ein und bestätige, habe ich eben die 2019. Bei der 2, bei der 4 trage ich eine 5 ein, gebe nichts zurück, weil habe ich nicht angelegt. Sprich, ich habe jetzt einfach nur diese Tabelle abgefragt. Nichts anderes habe ich gerade gemacht. Und ich habe das jetzt im Serial Monitor gemacht, einfach dass man es gleich sieht. Das ist ja wesentlich einfacher. Genau. Und dieser Wert ist da jetzt drin gespeichert. So, ich habe es jetzt in den Serial Monitor übertragen, beziehungsweise in eine Variable. Sprich, wenn ich einen Wert, der in diesem Tabellenfeld eingetragen oder gespeichert ist, brauche ich bloß dieses Lese-Tabellen-Element, setze es in eine analoge Variable und schon habe ich den Wert aus der Tabelle in einer analogen Variable gespeichert. Damit könnte ich jetzt nicht so arg viel anfangen. Aber ich kann, wenn ich dieses Setze-Tabellenfeld nehme, als Wert muss ich ja logischerweise nicht einen festen Wert nehmen. Ich könnte ja nur als Beispiel sagen, teste
Ich nehme einen Eingang, in diesem Fall Digital Read, und nehme als Input ein Analog Read. Jetzt würde er jedes Mal, wenn ich den Taster 2 drücke, würde er den analogen Wert zum Beispiel auf die Stelle 0 oder auf die Stelle 10 schreiben. Sprich, somit könnte ich auch verhältnismäßig viele Werte in einer Tabelle speichern und die da auch abfragen. Ich kann zum Beispiel auch irgendwelche Würfelwerte oder so irgendwas kann ich da drin speichern. Sprich, eine relativ wichtige Geschichte finde ich, weil man sich dadurch ganz, ganz viele Variablen spart. Ich kann ziemlich viel speichern. Auch über einen längeren Zeitraum kann ich ihn wieder speichern und fragen, was ist denn da gerade passiert? Was ist denn da gerade oder was ist denn vor 10 Minuten? Wie war der Wert denn da? Ich kann vor allen Dingen auch Werte vergleichen, indem ich sage, schreibe den Wert in die erste Stelle, schreibe den Wert in die zweite Stelle, dritte Stelle und danach rechne das Minus oder gib mir die Differenz oder so. Genau, also ziemlich wertvoll dieses Sätze-Tabellen-Feld. Und es gilt natürlich nicht nur für die analoge Tabelle, sondern eben auch für die anderen Tabellen, die es hier gibt. Aber sonst ist genau das Gleiche. So, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Tabellensetzen.